Wenn ich Langeweile habe und keiner für mich Zeit hat, dann fahre ich mit dem Taxi zum Hofbrauhaus und setze mich da rein. Weil du lernst so schnell lustige, tolle Menschen kennen, zur richtigen Uhrzeit noch halbwegs nüchtern. Ne? Und es ist eine besondere Erfahrung. Mhm. Ich habe letztes Mal zum ersten Mal gelernt, wie man eine Haxe richtig ist. Das war total toll. <laughs> das waren auch nur die Touris, oder? Ja. <laughs> das Nein, da auch saß ein echter sein. Münchner. Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Da seid ihr ja wieder. Wie schön. Herzlich willkommen zu einer neuen psycho -Hacks ausgabe Der größte Stuhlkreis Deutschlands rückt die Möbel zurecht. Rolf der Linge, mal los. Du weißt, ich liebe dieses Bild. Ich finde es immer so schön. Ja, yeah, ich bleibe immer nur bei Stuhlkreis, immer beim ersten Teil hängen und denke immer, der größte Stuhl Deutschlands. Das ist natürlich auch eine Aussage, die seinen Zauber hat. Aber es ist ja ein Stuhlkreis. So, und damit ist es ja gut. Es wird der Tag kommen, an dem du mir nicht dieses wunderbare Bild versaust, und ja. ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht. Ja, es, äh, auf. Vielleicht finden wir noch irgendwie. Vielleicht gibt es ja einen englischen Begriff, das sollte man mal in die Community reinschreiben. Vielleicht gibt es mm. ja dafür irgendwas, äh, ein was das Ganze. Circle. Ein ein Share Circle. Mm -hmm. <laughs> ja, ganz, hört man sehr häufig in englischen Gesprächen. Ja, ja, ja. Das Bitte bleibt, da. Bitte bleibt da. Guck mal, da merkst du merkst schon, wie die Geräte abgeschaltet werden. Danke, nein. Wir sprechen auch noch über was, was Tolles jetzt. Und zwar über etwas, das sehr leicht klingt, aber oft nicht leicht ist. Und zwar die Frage, wie schaffe ich es mich? selber nicht so ernst zu nehmen. Beispiele da ist der kleine Fehler im Job oder das Missgeschick in der Küche. Wir lassen was fallen, wir stolpern und ein paar Leute haben es gesehen. Was passiert? Wir ärgern uns darüber. Wie können wir das abstellen? Können wir das überhaupt abstellen, lieber Rolf? Eins hilft total dabei, Altern. Also ist meine Erfahrung. <laughs> okay, dass, dann habe ich ja gar keine Schmerzen mehr. Das ist sozusagen das biologische Geheimnis tatsächlich die Gelassenheit des Alters. Also mir hat es sehr geholfen. Heute kann ich auch ungeschminkt außer Haus gehen. Das war findest früher. <laughs> ja, ich kann es für mich. Ich kann für mich. So. Ja, Und meine, ja, meine Fetttherapie gleicht ja auch eine Menge Falten aus. Deshalb ist das möglich. Aber tatsächlich habe ich dafür lange gebraucht. Und für mich braucht es dafür zwei. Wichtige Quellen zum einen, und das ist eigentlich zusammengefasst in der Idee der, der, der echten Liebe, nicht der partnerschaftlichen Liebe, sondern Menschen, die wirklich verstehen, dir zu vermitteln, was für ein wertvoller Mensch du bist mhm. und die dich mögen, weil du Fehler hast. Mhm. Das war für mich so die Erfahrung, die wirklich mein Leben verändert hat, zu merken, es gibt nicht Menschen, die mich mögen, obwohl ich Fehler habe sondern diese Fehler tatsächlich als Teil der Persönlichkeit annehmen, feiern und zulassen können, und seitdem kann ich mit vielen besser umgehen. Das ist jetzt der rolf os geblick auf die Sache, also auf dich und deine kleinen Missgeschicke. Ja. Aber ist es denn generell so, würdest du sagen, eine Frage von extrovertiert sein oder introvertiert sein zum Beispiel? Können wir nur über uns lachen, wenn wir extrovertiert sind? Nee, 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 das glaube ich, das sind verschiedenste Facetten. Hier geht es tatsächlich darum, wer kriegt erstmal die Peinlichkeit mit? Mhm. Also es gibt manche Menschen, die sind permanent haben extrem hohen Scham, also nicht im Sinne von charmant, sondern mhm. im Sinne von sich schämen Level. Denen ist alles ganz schnell peinlich, weil die eine entsprechende Prägung haben. Also hier, was wir immer wieder mit uns in unser Leben mitnehmen, sind halt unsere Prägung, wie wurden wir geprägt. Und denen haben halt ein sehr, sehr schnelles Schambewusstsein. Die dann eine gewisse Sensibilität haben und dann auch zwei, drei Erfahrungen gemacht haben, wo sie sich wirklich in Grund und Boden geschämt haben und keiner hat sie aufgefangen. Mhm. Extrovertiertheit und Arroganz sind häufig die besten Schutzschilder für die eigene Empfindsamkeit. Extrovertiertheit und Arroganz. Mhm. Das ist ein okay. schöner Satz. müssen also, wir müssen ne, alle erstmal ein bisschen äh, drauf rum. Also überlegen. Menschen, die vor allem durch lautes, Getue auffallen, die gerne nach vorne rausgehen, die auch gerne laut über sich lachen, also allgemein sehr laut sind. Ist das einfach eine Form von Schutzschild? Und das Gleiche ist, die, die das in einer etwas stilvolleren Art schaffen, in der Arroganz sofort Distanz herzustellen und sofort eine abwertende Haltung gegen jeden im Umfeld haben und damit keine Nähe zulassen. Ja. Das erleben wir heute häufig auch von Leuten, nicht die besonders viel auf dem Kasten haben, sondern die super sensibel sind, manchmal es nicht mal wissen, und einfach eine Selbstschutz durch die Schutz. Weil der Arroganz oder aber der Extrovertiertheit kreiert haben. Du hast jetzt gerade von der Prägung gesprochen. Das kann ja zum einen sein, dass du als Kind sehr zum Perfektionismus angehalten worden bist. Ne? Also, wie deine Klamotten aussehen, deine Schulsachen, dass das alles tippitoppi an Ort und Stelle ist. Und das trägst du natürlich so ins Leben. Ne? Da hast du natürlich relativ wenig Nachlässigkeit mit dir selbst. Das ist das eine. Das andere bist du vielleicht in einem eher wenig humorvollen Elternhaus aufgewachsen. Also, wo halt über ein Missgeschick einfach mal kurz gelacht worden ist. Also, bei uns sind zum Beispiel alles, was mit, wenn, wenn bei uns einer ein Wort verdreht oder sich verspricht, dann liegt die komplette Familie am Boden. Also, hier kannst du dir sowas nicht erlauben. Ja, Lachen aber alle mit und, und das finden alle lustig. Also, diese Prägung, wieder loszuwerden, geht das denn? Also, dass ich, vielleicht sind diese lauten Lacher, von denen du gesprochen hast, genau solche Menschen, die sich vorgenommen haben, ich will das anders haben. Absolut. Also, es ist natürlich, also, Prägung loswerden ist so wie die Frage, kannst du die Augenfarbe loswerden? Also, du kannst dir da Linsen draufsetzen, die anders aussehen. Ja. Oder du kannst mit einer Sonnenbrille durch die Gegend laufen. Die Prägung loszuwerden ist ein Wunsch, den wir haben, der aber in die Irre führt. Die Kunst besteht nicht darin, sie loszuwerden, sondern liebevoll mit ihr umzugehen um die Prägung zu wissen, um zu erkennen, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte und dann, das hatten wir schon häufiger, zwischen Reiz und Reaktion eine neue alternative Möglichkeit als das ewig gleiche Muster zu zeigen. Mhm. Und da hilft es natürlich ein Bewusstsein zu haben, was haben meine Eltern mit mir gemacht? Also die Alarm Signale, die bei mir losgehen, egal in welchem Zusammenhang, wie peinliches Verhalten, bis hin zu Sexualität, bis hin zu Umgang mit Kritik. Wenn Leute sagen, Nein, bei uns zu Hause war alles perfekt, meine Kindheit war super, meine Eltern haben nichts falsch gemacht. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist bei unter 5%. Mhm. Und dafür sagen es viel zu viele. Deshalb glaube ich, dass ganz, ganz viele in ihrem Leben nicht hingucken wollen, was wirklich in ihrem Leben los war. Okay. Also, ich würde mal so sagen, wer unter der Tendenz, dass ihm etwas schnell peinlich ist, nicht leidet, dann ist es wurscht. Also, wir müssen nicht perfekt werden. Also, wir müssen nicht alle leichtfüßig mit jedem Problem umgehen. Wir sollten aber aufhören, unter uns selbst zu leiden. Also ich bin zum Beispiel in den letzten Jahren durch zu viel Stress, der aus welchen Gründen auch immer mich herangetragen wurde, in manchen Punkten zu einer Panik Drama Queen geworden. Also nicht mal als Drama Queen, sondern Panic Queen, mhm. das sofort das Katastrophisieren bei mir durchdreht. Einer meiner persönlichen Psycho Hacks, damit besser umzugehen ist, laut auszusprechen, was passiert. Also auch wenn ich merke, in einem Geschäft wie gestern, als ich für unsere Show, für unsere Live-Podcast-Show ein paar Möbel für die Bühne gekauft habe, merkte ich, dass ich mit dem Mitarbeiter dieses schwedischen Möbelhauses in einer Direktive umgegangen bin, die völlig unangemessen war und entschuldigte mich schon in dem Prozess bezüglich meines Verhaltens. Und er sagte, ach, für ein, im Vergleich zu anderen äh, Kunden sind sie gar nicht so schlimm. So, und dann haben wir beide darüber gelacht und wir konnten beide besser damit umgehen. Das Eingestehen von Fehlern ist häufig der beste Teppich, um mit Problemen umzugehen. So, jetzt finde ich, sind wir an einer super Stelle. Du hast ja eben schon mal gesagt, diesen Moment zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion, das ist ja eben genau das, was du da in diesem Möbelhaus gemacht hast. Ja, dass man auch mal so ein bisschen im Positiven Sinne neben sich steht, sich selber zuguckt und mhm. sagt: Was mache ich hier eigentlich gerade? Ne? So, und dafür gibt es vielleicht, also falls ich mir äh, heute die, die Frechheit herausnehmen dürfte, mal einen Psycho-Hack anzubringen für Menschen, die sagen: Ah oh Mann, ich hätte es so gerne mal ein bisschen leichter, ich wäre so gerne mal irgendwie so ein bisschen. Verrückter an meiner Art, so ein bisschen, ja, es gibt so viele Leute um mich rum, die können das mit einer Leichtigkeit und ich würde das gerne mal machen. Und dazu gibt es einen Versuch und dieser Versuch heißt, es wird ein Foto von mir gemacht. Guckt euch mal an, wie ihr ausseht, euch benehmt und seid, wenn jemand sagt, ich mache mal ein Foto. Also es sind zum einen die, die immer sagen, ach nee, ich sehe immer scheiße aus auf Fotos, will ich nicht, jetzt guckt ihr das mal an. Ich habe so viele Leute um mich rum, die immer gesagt haben, ich sehe scheiße aus auf Fotos. Und jetzt macht ihr mal was, ihr versucht nicht perfekt auszusehen auf dem Foto, sondern macht genau das Gegenteil. Ihr macht eine Grimasse, mhm. ihr macht einen Faxen, ihr macht irgendwas Beklopptes da drauf oder ihr macht überhaupt mal was Kindisches, ihr blasten einen Luftballon auf oder ihr esst eine Zuckerwatte oder macht irgendwas, zieht euch einen Pulli über den Kopf. Also das Gegenteil von dem, was für euch perfekt ist. Und dann wird man vielleicht auf diesen Fotos eine Nuance von euch erkennen, die vorher nie gezeigt werden konnte. Also wo er vorher sagt, ach guck mal, da sehe ich ja eigentlich total, da habe ich Spaß drauf, da lache ich mal so richtig. Meine Schwiegermutter war so ein Mensch, die hatte immer, die fand sich auch. Fotos immer zu dick und, und auch meine Mutter immer so, die schauen immer so böse und ernst aus. Und da konntest du wirklich nur Fotos von denen machen, wenn du die irgendwie vorher abgelenkt hast, hast sie irgendwie gekitzelt oder irgendeinen Quatsch mit denen gemacht. Aber ich glaube, man kann es auch selber versuchen, sich in diese Stimmung reinzuversetzen. Was hältst du davon? Ich halte die Strategie für sehr sinnvoll. Es ist also meine Lieblingsstrategie generell im Leben. Erhöhe die Anzahl der peinlichen Momente und du wirst in vielen Lebenssituationen souveräner. Mhm. Wenn dir schon ganz viel Peinliches passiert ist oder auch... Entblößendes, bloßstellendes passiert ist und du davon nicht wegrennst, sondern immer wieder Dinge neu ausprobierst, die, wie man es so neudeutsch im Psychologen, Pseudosprech sagt, jenseits seiner Komfortzone liegen, mhm. dann wirst du merken, bei den meisten Dingen stirbt man nicht. Also, ich habe sehr häufig auf Bühnen versagt, aber genau dieses nicht perfekt performen gibt mir mehr Sicherheit. Mhm. Hätte ich es aber nie ausprobiert, wäre es total schwierig. Also das ist das, was ich jetzt mit 50 plus mache. Ich begebe mich immer mehr in Situationen, von denen ich damit meine, ich nicht gefährliche Situationen, irgendwie in Dschungel, sondern so Alltagssituationen, von denen ich vorher gar nicht weiß, wie es da so werden wird, um dann festzustellen, wenn du liebevoll auf Leute zugehst und interessiert bist, wird es meistens ein netter Abend. Mhm. Kommst du mit ganz vielen Leuten super ins Gespräch. Also weil ich zum Beispiel in München liebe, ist es, wenn ich Langeweile habe und keiner für mich Zeit hat, dann oh. fahre ich mit dem Taxi zum Hofbrauhaus und setze mich da rein. Weil du lernst so schnell lustige, tolle Menschen kennen, zur richtigen Uhrzeit noch halbwegs nüchterne ne? und es ist eine besondere Erfahrung. Mhm. Ich habe letztes Mal zum ersten Mal gelernt, wie man eine Haxe richtig ist. Das war total toll. <laughs> Das waren auch nur die Touris, oder? Ja. <laughs> ich so freue, Na, da, da saß da ein echter Münchner, da ja, saß ja. ein alter Eisenbahner, das war total spannend zu erleben, mit welchem Stolz der über die Eisenbahn gesprochen hat und welche Diskrepanz heute häufig Menschen im Umgang mit der Bahn haben. Ich habe es letztens in so einem Videofail gesehen, wo jemand gesagt hat, du musst über den Schatten deiner Komfortzone springen. Das fand ich sehr, sehr, sehr hübsch, ja? wenn die schon einen echt langen Schatten geworfen hat, deine Komfortzone. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung LOL kennt, Last One Laughing, Bully Herbig. Und da ist mir aufgefallen, dass diejenigen, die am weitesten kommen, sich in komische Situationen, die jemand anderes für sie kreiert hat, um sie zum Lachen zu bringen, hineinwerfen. Also du darfst nicht daneben stehen und versuchen, nicht zu lachen oder irgendwie zu reagieren, sondern Anke Engelke, die ich sehr verehre, beherrscht das perfekt. Sie spielt mit. Und damit konzentriert sie sich dann auf das, was da passiert, anstatt auf sich selbst. Ja, Und dadurch ist es, und da habe ich mir schon so oft gedacht, vielleicht ist das auch ein Trick, um irgendwie bei einer Panne auf der Bühne, wie du es gerade sagst, jetzt stehen ja nicht alle Menschen auf der Welt so im Rampenlicht wie Rolf Schmiel. Das hast du schön formuliert. Auch wir anderen. Ne? Also eine Panne im Job, so alberne Sachen, die ich, die ich eben erzählt habe oder die fällt was runter, mache eine Szene daraus. An der alle Spaß haben. Und schon ist diese Situation überstanden. Schon bist du irgendwie der Held im Erdbeerfeld in dem Moment. Ja, also irgendwie zuzulangen und es zu machen, kann da irgendwie wirklich hilfreich sein, glaube ich. Absolut. Ganz, ganz viele wertvolle Impulse, die da drinstecken. Tatsächlich das Konzentriertsein in dieser Situation hilft immer. Das Wahrnehmen der anderen. Und es gibt einen Satz, der eine Strahlen und eine toxische Seite hat. Wenn man richtig mit ihm umgeht, bringt es einem Leben weiter. Wenn man ihn falsch nutzt, kann er ganz viel vergiften. Das ist der ich Satz Nimm dich selbst nicht so wichtig. Mhm. Also, ganz häufig wird er toxisch, wenn in Erziehung das vermittelt wird im Sinne von nimm deine Bedürfnisse nicht so ernst. Das ist die gefährliche Seite. Die sinnvolle Seite ist. Wenn dir was schief geht, wenn was schief läuft, wenn was nicht so ist, wie du es dir vorstellst, dann nimm dich selbst nicht so ernst und nicht so wichtig. Nimm dich leicht. Als meine Mutter, ich bin in einem sehr konservativen Haushalt groß geworden und als ich zum ersten Mal von einer Freundin berichtete, mit der ich zusammen war und sie mich fragte, und Rolf, ist das was Ernstes? Und ich wollte eigentlich sagen, es ist was Lustiges. Ne? was sie dann eigentlich beruhigen sollte. Was sie aber völlig geschockt hat, war, echt, als ich gesagt habe, nee Mama, das ist was Lustvolles. Und das <laughs> hat sie natürlich völlig aus den Latschen geschossen, weil das natürlich gegen ihre christliche, konservative Vorstellung ganz dagegen sprach. Verstehe. Also anstelle von dieses Negative, nimm dich nicht so ernst, zu dir selber zu sagen, nimm dich leicht. Also unser Podcast heißt ja auch, leichter durchs Leben, indem man tatsächlich guckt, wie kann ich den ein oder anderen Rucksack nicht komplett loswerden, das ist die Prägung. Der Rucksack ist da. Aber welche Gewichte kriege ich so ein bisschen da rausgeholt? Und wie komme ich auch damit klar? Vielleicht kann auch einer mal beim Tragen helfen. Ja, dieses Umverteilen. Und ich finde auch, auch gut, diesen, diesen Ansatz von dir, dass du sagst, du wirst die Prägung nicht los. Ja, die, die hast du, aber dann schau sie eben an und guck, was du damit machen kannst. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ich zum Beispiel bin, bin ja ein Einzelkind und äh, fand das immer schlimm. Deswegen wollte ich auch nie nur ein Kind haben, habe dann vier. Dieses Einzelkind sein hat mir tatsächlich später in der Schule und so fand ich das ganz schwierig, weil ich ja irgendwie diese Prinzessin auf der Erbse gewohnt war zu Hause, so ein bisschen. Ne? Und ich habe das immer so gefühlt als Außenstehende. Also ich habe, damit habe ich heute manchmal noch zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich bin eine Außenstehende in, in so lustigen Situationen oder in, auf Partys und Gruppen. Das kann ich nur anpacken, indem ich dieses, ich werfe mich einfach mal rein. Also auch irgendwie so bei so Veranstaltungen. Einfach hinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin die Claudia, wer bist du denn, was macht ihr denn hier so? Also so ein bisschen Labrador-mäßig komme ich dann so reingaloppiert, ne? Und dann geht's. Also, wenn ich diesen ersten Holpermoment überstanden habe, die erste Schwelle, dann passt es. Aber ich habe ganz oft Schwierigkeiten, diese erste Schwelle zu überschreiten. Das geht wirklich nur mit Hemstermlichkeit in meinem Fall. Wunderschönes Beispiel für meine Strategie des sozusagen antizyklischen Verhaltens. Also, was ich immer Menschen empfehle, die zur Coolness neigen, die auf Partys cool sein wollen und die, ja immer in schwarzen Klamotten und am liebsten auch eine, eine Sonnenbrille aufsetzen, it's never too dark to be cool und mit solchen Sätzen äh, mhm. durch die Gegend laufen, den wirklich mal zu empfehlen, ey, sei mal albern, probier das mal aus, mach dich mal zum Horst oder zur Horstin, ich weiß nicht, was das richtige Gegenderte dafür ist, und umgekehrt jemand, der immer permanent albern ist, der immer einen Spruch für alle hat, Werd du mal zum Zuhörer auf einer Party. Mhm. Guck mal, wie eine Party anders ist, wenn du nicht der Superstar sein musst, sondern anderen mal den Raum gibst. Also das habe ich mal aufs Bitterste erfahren, dass Leute zu mir sagten nach einer Party, wow, heute war es so richtig schön bei euch. Und ich dachte, das kann gar nicht sein, irgendwie. Ich, hatte so, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe total die Klappe gehalten, habe andere machen lassen. Und dann, ist das, oh, ich dachte, aber ich, ja, freut mich das gefahren. Aber ich war heute sehr still. Ja, das war das Schöne, was das ist. Sie hatten es anders formuliert, aber es war rauszuspüren, ja. dass wir häufig, wenn wir glauben, dass wir in unserer Stärke sind, die beste Version unserer Selbst sind. Das kann manchmal sein. Aber manchmal kann es gerade für Menschen, die mit denen wir viel zusammen sind, echt ein Aufatmen sein, wenn man eine andere Facette zeigt. Ja, oder ein anderes Thema. Also im Prinzip ist es so dieses, der Lagerwechsel ist so wie Grimassen schneiden auf Fotos für Leute, die immer perfekt dastehen wollen. Ne? Also es ist irgendwie, mach mal das Gegenteil von dem, was du immer tust. Vielleicht ist das echt der, <laughs> der psycho für alle, die irgendwie sagen, ich will irgendwie mal eine Veränderung in meinem Leben. Ist ja furchtbar. Alles wie immer und langweilig und irgendwie bin ich so eine graue Maus. Also wenn ihr euch so wahrnehmt, dann probiert das doch mal aus. Ja, und allein der Satz, Claudia, ist Gold wert. Weil was mich bei unseren Psychohex-Hörerinnen und Hörern und bei allen Klienten und Klientinnen und allen Buchleserinnen und Buchlesern immer auf die Palme bringt, ist das Sammeln von Ideen und Impulsen und nicht das Ausprobieren von den kleinsten Veränderungen. Ich kenne Menschen, die laufen seit 20 Jahren zu Achtsamkeitsretreats, zu Body Scanning, zu The Work, zu Tausenden von Dingen und sind auf diesen Seminaren und können darüber reden. Und wenn ich dann meine Freundin Katrin frage, und wie hast du das bis jetzt im Alltag eingebunden? Ah, da bin ich noch nicht so weit. Ich muss jetzt noch das zusätzliche Aufbauseminar besuchen. Wenn ich das, dann kann ich das machen. Nein, mhm. hört auf Claudia Konrad. <laughs> Aber nur da bitte. <laughs> ja, und macht mal eine Kleinigkeit anders. Habt den Mut meinetwegen, wenn ihr noch nie mit der Fleischerfachverkäuferin in eurem Supermarkt eurer Wahl gesprochen habt, fragt die einfach mal zum Spaß und wie war ihre Woche? Vielleicht ist das für die der schönste Moment, dass jemand sich mal nach ihr erkundigt hat. Also dazu. Ein kleines Beispiel, man unterschätzt, wie sehr sich Menschen nach Wahrnehmung und Wohlwollen sehen. Ich war mit einer Freundin unterwegs, wir waren essen und am nächsten Tag waren wir im gleichen Laden essen und dann kamen Kellner auf uns zu und wir begrüßen ach, da ist unser Lieblingskellner. Und dann kam eine ältere Kollegin, sagte Frau vor, vorbei und sagte dann so, ja, wie wird man denn Lieblingskellner? Und dann sagte der sehr rotzig: "War echt ein cooler Typ, indem man einfach guten Service macht und ließ sie so stehen." So und hinterher kam die nochmal und dann sagte ich in meiner etwas schmielig schleimigen Art: "Wissen Sie, und Sie sind unsere Lieblingskellnerin. Die war erst am ersten Mal an unserem Tisch. Aber hinterher kam die zu mir und sagte: Wissen Sie, sowas Schönes hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Und das hat mich beeindruckt, wie viele Leute tatsächlich nach was Wertvollem sich sehen." Also das ist ja auch sowas. Vielleicht seid ihr auch jemand im Umgang jetzt so, wenn jemand einen Service macht für euch. Also, ich kann gleich noch ein Beispiel nennen. Ich hatte gestern einen sehr netten Kontakt zu einem Techniker, der mein Herd repariert hat. Da war ich sowieso schon natürlich euphorisiert, dass alles wieder funktionierte. Aber ihr kennt diese Situation. Du bist kurz davor, jemandem was zu sagen. Und dann ist er aber auch schon wieder geschäftig und zieht seine Schuhe an, packt sein Werkzeug zusammen. Und dann buff, ist der Moment vergangen. Ja? Also, diese eine Sekunde zu erwischen, weil ich sagte dann zu ihm, gesagt, ey, vielen Dank, weil der war so nett, das war ein junger Kerl. Ja, ich habe dann auch wieder gedacht, ja, wie der, wenn es immer heißt, die, die Jungen, die, die irgendwie nicht kommunizieren und so. Aber der hat mir das, ich habe zwölf doofe Fragen gestellt, aber der hat mir das so geduldig erklärt, was da jetzt los war mit diesem Induktionskochfeld, warum das nicht ging und so. Und er hat gesagt, war das denn jetzt ein Bedienfehler? Meinte der, nee, nee, das war an der Elektronik. Er hat dann irgendwie eine Platine da ausgetauschen, hat dann eine neue Software drauf gespielt und so. Und dann hat er hat mir das alles erklärt und dann habe ich ihm hinterher gesagt, Mensch, das war richtig interessant und es war so ein toller, Service und da hat er doch gesagt Ach Mensch ja das freut mich jetzt aber und habe ich gesagt ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und äh, viele nette Leute heute noch und der ist richtig also hast du gemerkt wie der irgendwie der ist nicht nur hingekommen hat seinen Service abgeliefert und wurde dann wieder ausgekotzt sondern irgendwie es war ein kurzer menschlicher Zwischenkontakt und das ist schön und das macht man einfach viel zu selten man nimmt es sich immer vor aber man macht es nicht ich finde sowas ist so eine Kleinigkeit wo du sagst das nehme ich mir vor beim nächsten Besuch an der Theke beim Metzger beim Bäcker Müllmann whatever Mach ich's mal. Ja, und das ist ja auch unsere Idee von PsychoHacks, sich und andere zu verstehen, indem wir in einer besseren Welt leben. Und wir leben in einer besseren Welt, indem jeder von uns sich so ein bisschen vornimmt, ein bisschen besser mit dem nächsten umzugehen. Und ich habe das in so vielen Situationen erlebt, wenn so ein, zwei, drei einfach ein bisschen wertschätzender sind, plötzlich entsteht so ein Gefühl, dass selbst der grummligste aus der Ecke hinter um die sozusagen aus seinem Schneckenhäuschen rauskommt mm. und dann auch noch was schönes erzählt. Ja. Und äh, das glaube ich tät unserem Land generell gut, wenn wir uns nicht so sehr nur durch die Jammersoße ziehen. Ein bisschen jammern brauchen wir. Wir müssen es auch mal rauslassen und auch mal loswerden. Aber dann einfach hin und wieder mal gucken, hey, wo kann ich einen Beitrag für leisten, damit sich mein Nächster in meiner Anwesenheit einfach ein bisschen besser fühlt? einfach eine schöne Kettenreaktion, die wollen wir auslösen. Ja, hier mit diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Vielleicht war ja der ein oder andere Gedanke für all jene unter euch dabei, die immer direkt rote Bäckchen bekommen, wenn immer was unangenehmes passiert, wenn eben nicht alles rund und perfekt läuft. Das Ausbrechen in ein kleines Stück bunte lustige Welt können wir lernen wenn das mal keine gute Nachricht ist. Für mehr gute Nachrichten holt euch ein Psychohex-Abo hier, lasst uns gerne ein Like da oder schreibt uns an podcast.psychohex.de. Tschüss. Psychohex: Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.